Hallo, wir besuchen jetzt die Schule mit unseren Instrumenten. Freitag, der 13. Dezember. Ein Tag, den die Schüler der Martin-Niemöller-Schule in Bielefeld so schnell nicht vergessen werden. Völlig überraschend hielt um 10.30 Uhr ein großer Tourbus vor der Gesamtschule. Und niemand Geringeres als die Backstreet Boys stiegen aus. Nur der Musiklehrer wusste Bescheid. Die Schüler, die gerade im Musikunterricht Get Down probten, ahnten noch nichts. In unserer Klasse sind ein paar Mädchen, die dafür geübt haben. Das waren zwei. Selma Stajanovic und Minella Stajanovic, zwei Geschwister, die waren ja auch dabei. Aber es ist echt klasse, dass die Jungs hier reingekommen sind. Echt, das finde ich echt super gemacht. Die anfängliche Scheu der Schüler war schnell überwunden. Ohne Hemmungen vor den großen Idolen legten sich die Schüler mit Gitarre, Bass, Keyboards, Percussion und Schlagzeug mächtig ins Zeug. Das Proben der letzten Wochen hatte sich gelohnt. Die Backstreet Boys waren schwer beeindruckt. Nach der Bewährungsprobe vor den Jungs aus Florida waren die Schüler sichtlich erleichtert. Jetzt konnten sie sich endlich ihre Autogrammwünsche erfüllen. Howie schenkte der Schule sogar seine Gitarre. Anschließend wollten die Nachwuchstalente aus Bielefeld ihre brennenden Fragen von den Backstreet Boys beantwortet haben. Schließlich ist deren Schulzeit auch noch nicht so lange her. Musik hat mir schon in der Schule großen Spaß gemacht. Ich bin gerne zur Schule gegangen und habe die Zeit sehr ernst genommen. Und das solltet ihr auch, denn eine gute Ausbildung ist sehr wichtig. Davon habt ihr euer Leben lang etwas. Ich bin echt total beeindruckt von euren tollen Möglichkeiten, die ihr hier in der Schule habt. Ihr habt einen starken Musiklehrer. Ihr seid gerade mal 12, 13 Jahre alt und spielt wirklich schon ziemlich gut. Ich habe mit 9 Jahren angefangen, Klavier zu spielen und das macht mir immer noch genauso viel Spaß. Glaubt an euch selbst und an eure Träume, denn sie können wahr werden. Während sich die Musikgruppe allmählich wieder beruhigte, sorgte der anschließende Besuch von Nick und Co. beim Schulchor erneut für Verwirrung. Nach einer sanften Ermahnung durch den Chorleiter kehrte Ruhe ein. Und der Chor begrüßte die Backstreet Boys mit einer Kostprobe seines Könnens. Die Boys aus Orlando revanchierten sich prompt und begeisterten die Schüler mit einer A-Cappella-Version von Just to be Close. Just to be close to you. Just to be close. Ooh, ooh, I just wanna be close to you. Ich fand es total klasse, weil ich war gestern auf dem Konzert. Also ich meine, ich bin kein übermäßiger Fan, aber als sie dann da standen, ich weiß nicht, das war total gut. Wir haben die berührt, aber wir waren nicht hier. Ah, ich fand es aufregend, aber ich fand, die waren alle ein bisschen, sind alle ein bisschen ausgeflippt. In der gesamten Schule herrschte das absolute Chaos, aber Nick und Co. blieben gelassen. Howie D. hat es überlebt. Kein Wunder, ich bin ja auch. Leider kommen die Backstreet Boys nicht alle Tage zu euch in die Schule. Wenn ihr die Jungs auch mal so hautnah erleben wollt, dann bleibt dran und seid gespannt auf unseren heutigen Megapreisaufruf.